wird wieder mal Zeit für ein paar bewegte Bilder. Die Gentle Monkeys Nasspflegetücher. Dem einen sicherlich bekannt aus Die Höhle der Löwen oder durch unser Forum. Was damit alles möglich ist und was man damit im Innen- und im Außenbereich alles machen kann, haben wir ja schon in diversen Beiträgen vorgestellt. Wir wollen jetzt mal noch ein paar bewegte Bilder dazu bringen. Und zwar ganz einfach, um euch mal so ein bisschen zu zeigen, wie es funktioniert, wie einfach es funktioniert, wie schnell und effektiv damit Felgen, Scheiben, Lacke zu reinigen sind. Fangen wir an. Noch ein kurzer Tipp. Wenn ihr euch die Tücher aufreißt oben und das erste Tuch rausholt, ne, und hier den Spender rein und dann längere Zeit die Tücher nicht mehr im Einsatz habt, macht einfach den Deckel wieder auf, stopft das letzte Tuch hier rein und dann kann man hier die Tüte prima luftdicht verschließen. Ja. Einklicken, Deckel drauf. Dann habt ihr richtig lange Spaß an den Tüchern. Ja. Also da trocknet euch nichts aus, nichts. So, also. Auf das Ding. Tuch raus. Einmal hier durch. Zugemacht. Und dann nehmen wir uns hier ein Tuch raus. Ja. Und nochmal, das sind Nasstücher, ja. Also die sind halt nass. Ja. So, fangen wir an. Wenn ich Felgen reinige oder generell, wenn ich am Auto putze, ich habe immer so eine gewisse Routine mir angewöhnt. Die großen Tücher hier, die werden sowieso erstmal zur Hälfte gefaltet. Und dann fange ich immer oben an. Ja, ich fange immer auf 12 Uhr an und gehe dann im Uhrzeigersinn einmal rum. Ja. Und genauso wird es halt hier gemacht. Ne. Das ist ganz normal, wie als wenn ihr mit ein bisschen Detailer oder so über eure Felgen gehen würdet. Ja. Nichts zelebrieren, nichts dazu erfinden, einfach nur Felge sauber machen. Ja. Ihr seht schon, also da kommt schon einiges runter. Man sicherlich den Unterschied relativ gut sehen. Das ersetzt natürlich keine hier Eimer Felgenwäsche, ja, mit allem Bipapo, ja, also da sind wir uns hoffentlich einig. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren, ja. Aber es gab mal Zeiten, da hat auch keiner gedacht, dass mal die Rinseless- und Waterless-Wäsche sich in Deutschland so etablieren wird, ja. Und genauso ist das hiermit, ja. Es wird immer erstmal alles verteufelt, bis man es dann mal selber probiert hat und sieht, dass es eigentlich total easy und einfach ist. Ja. Gut, Felge gereinigt in relativ kurzer Zeit. Gehen wir mal weiter an die Scheibe. Bis gleich. Willkommen zurück an der Scheibe.
Das ist jetzt natürlich alles nicht so einfach einzufangen hier. Ich habe versucht, das Fokus manuell zu setzen. Ich nehme dafür wieder hier ein Tuch. Diesmal zweimal gefaltet. Ja. Lege mir direkt die kurze Seite parat. Und dann fange ich an hier ganz normal. Und das Schöne ist, ihr braucht hier nicht irgendwie Angst zu haben, hier über was passiert irgendwie an den Gummis oder am Chrom hier. Das kann überhaupt nichts passieren. Ja, ihr könnt auch auf den Lack kommen. Die sind halt für alle Oberflächen freigegeben. Ja. Da kann überhaupt nichts passieren. Das ist auch alles getestet. Ne? Also einfach loslegen. Ja. Und dann gehen wir hier schön langsam einmal rum. Erst außen. Und dann hier innen. Und da sieht man auch schön. Das ist also richtig nass. Ne? Kommt auch schön was runter. Und dann einfach mit der kurzfaserigen Seite langsam hier lang. Und dann nimmt er das einfach runter. Also ich kann euch eins versichern, ihr habt noch nie einfacher eine Scheibe gereinigt. Ja. Das ist, also, und das sage ich, der schon einige Scheiben gereinigt hat. Ja. Wenn ihr das eurer Frau, Freundin, Mama, Oma, Schwester zeigt, ist die Sache mit den Tüchern durch. Ja. Dann seid ihr nur noch am Bestellen. Ja. Gucken wir mal, ob es geklappt hat. Ah ja, ich denke schon, dass man ein bisschen was sieht. Ich nehme nochmal die Kamera in die Hand. Denke ich gut zu sehen, guter Fokus einigermaßen erinnert. Letztes Kapitel. Lack. Wir haben es ja nur schon an der Felge gesehen und auch an der Scheibe, dass mit den Tüchern ein absolut problemloser Umgang möglich ist. Ja. Also machen wir hier auch keine Raketenwissenschaft raus, wie ich immer so schön sage. Ja. Tuch raus. Einmal kurz gefaltet. Ja. Hat dann eine super Größe, ja, für die Hand, also für meine Hand. Ja. Und los geht's. Ganz easy. Drauf. Und los geht's. Geht direkt steil, ne? Ganz normal hier, ohne Druck, einfach auflegen und hier runterwischen. Ne? Nicht zu schnell, ja, ihr müsst dem Mittel schon dann auch so eine kleine Chance geben zum Arbeiten. Und dann zieht man hier ganz entspannt seine Bahnen. Und das Schöne ist, man kann hier echt solche Ecken hier unten, die nimmst du halt einfach ganz entspannt mit. Ne? Dürft halt auch keine Angst haben. Ne? Also wer generell vor dieser Art Wäsche, egal ob rinseless, waterless oder jetzt hier, Angst hat, der lässt es sein. Ja? Also
muss man halt dann sagen. Ne? Ja, und jetzt einfach wieder so Tuch, ja, lange Faser. Kurze Faser. Fertig. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich gehe jetzt nochmal mit euch ganz runter an den Schweller. Da sehen wir uns jetzt gleich ein bisschen in einer Aufnahme. So, da sind wir wieder. Das ist natürlich auch so ein schöner Materialmix. Ja? Kunststoff. Blech, lackiert natürlich, ne? Also die Oberfläche ist überall dieselbe, Klarlack. Aber es ist halt schön, ne? Man nimmt sein Tuch und kann hier super solche Ecken mitnehmen. Ne? Die holt man hier prima ab, überhaupt kein Thema. Super Aktion. Und vor allen Dingen, wer macht das schon gerne mit seinen hochwertigen Mikrofasertüchern? Aber hiermit, ja, bis unten runter, kann man den ganzen Straßendreck schön, kann man mitnehmen. Ja? Super Sache. Da sehen wir ein bisschen mehr. Nee, jetzt hier. Ja. Und das Schöne ist, zack, dann geht man damit nochmal drüber. Final. So. Ja. Absolut klasse. Ja. Machst du mit den teuren Mikrofasertüchern nicht. Ja. Ja, und dann halt wieder dein Mikrofasertuch, damit gehe ich jetzt natürlich nicht wieder bis unten drunter, ist klar. Ne? Das ist also. So. Und damit ist die Sache da unten auch schon wieder erledigt. Ja? So, willkommen zurück. Spiegel. Super einfache Sache. Tuch nehmen, falten und ab dafür. Fokus hat einigermaßen hingehauen. Tja Leute, was gibt es zu sagen? Ihr habt gesehen, alles vollkommen problemlos, wenn man die Dinge einfach nur in die Hand nimmt und die Sache macht, ja. Kann auch nichts passieren. Einfach Tuch rausziehen, sauber machen, nachpolieren, fertig. Ja. Probiert's aus, wirklich eine super Sache. Was fehlt noch? Klar, ein kleiner Reading-Test. Gucken wir mal, was da so geht. So. Ich würde sagen, kann sich sehen lassen, ja. Für mal eben schnell und für so einfach. Eine ganz akzeptable Sache, würde ich sagen. Gut, das war's von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Für den Test der Gentle Monkey Reinigungstücher habe ich mir eine Aprilia RSV4 Factory, ein Mountainbike der Firma Canyon und ein Mini aus dem Baujahr 1980 vorgenommen. We'll be right back.
Gentle Monkey Reinigungstücher reinigt und versiegelt die Oberfläche und hinterlässt ein glattes, glänzendes, frisch wirkendes Finish auf allen Oberflächen. Auch matte Oberflächen werden wieder aufgefrischt, ohne dabei speckig zu wirken. Gentle Monkey Reinigungstücher entfernen unkompliziert auch fest anhaftende Verschmutzungen wie Kettenfett und Insektenrest. Besonders beeindruckend bei dem Test war, dass auch Bremsstaub, festsitzender Gummiabrieb und Insektenreste ohne kräftiges Nachreiben entfernt werden konnten. Vorteil der Gentle Monkey Reinigungstücher ist, dass kein zusätzliches Wasser oder sonstiges Wäsche-Equipment für die Reinigung benötigt wird. Damit könnt ihr eure Fahrzeuge an den verschiedensten Orten schnell und unkompliziert reinigen. Die Anwendung der Nasstücher ist auf allen Oberflächen einfach und intuitiv. Man erhält mit wenig Aufwand ein glänzendes Ergebnis.